Moin Moin und Hallo! Heute ein cooles Unboxing-Video von mir für euch. Heute habe ich einen Steckschlüsselsatz von Passini Tools. Was ist das? Das sind Ratschenschlüssel. Damit könnt ihr Bolzen lösen, Schrauben lösen, etc. Und ihr könnt das so machen, indem ihr nicht immer absetzen müsst und draufsetzen, sondern ihr könnt das halt in der Ratschenfunktion benutzen. So, das ist so eine Box aus Plastik, wie ihr seht. Und da drin ist eine umschaltbare Knarre. Das ist dieses lange Ding. Dann eine Verlängerung, ein Reduzierstück, eine Drehscheibe, ein Plastikkoffer und die Nüsse natürlich. So, packen wir es mal aus, wie das so von innen aussieht. Denn wir haben nämlich noch eine formschöne Plastikverpackung darum. Weg damit. So, wie öffnen wir das? Hier unten ist so eine Schnalle. Die ziehen wir einfach nach oben und können unseren Ratschenkasten öffnen. Und ihr seht, ich habe schon zu viel rumgebubbelt. Deshalb fliegt hier alles ein bisschen rum. So, da ist es. Wir haben hier die Ratsche. So, Ratsche, YouTube-Gesellschaft, Gesellschaft, Ratsche. So, die kann man so drehen und hier umstellen. Hier dreht ihr auf rechts oder links. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt eine Verlängerung. Die Verlängerung passt hier drauf. Da ist so ein Lock drin mit so einem einer Kugel. Die hält das dann in Position. So, ihr packt einfach die Verlängerung drauf und drückt drauf. So, nochmal. Nicht, dass ihr denkt, ich müsste hinten drauf drücken, das stimmt gar nicht. Einfach reindrücken. Das habe ich nur als Beispiel genommen. So, jetzt nehmen wir uns einfach mal eine Nuss raus und werden die mal checken. Schaut mal, dass die Nüsse auch kompatibel sind. Was haben wir denn hier? Hier haben wir es. So, zack. Nuss drauf gesteckt. Was haben wir denn hier für ein Beispiel? Ein 15 mm Nuss. So, in dem Fall jetzt die Einstellung. Wir ziehen die Schraube heraus. Ihr seht, ich halte hier unten fest und wenn ihr sie jetzt festdrehen wollt, müsst ihr diesen Umschalter einfach nach links betätigen und dann könnt ihr sie festziehen. 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 Und wie ihr seht, gibt es da drinnen so ein Getriebe, was dann den Freilauf bewirkt. So, was haben wir noch? Dieses Plastikteil. Sehr interessant. So, mal abmachen. Und jetzt können wir das hier drüber stülpen. So, das nehmen wir als Beispiel, wenn ihr jetzt da reingeschrieben habt und jetzt wollt ihr noch ein Stückchen weiter drehen. Dann könnt ihr das mit diesem Teil machen. Also dieses Teil ist einfach nur dafür da, dass ihr anpacken könnt und von Hand drehen. Wenn ihr zum Beispiel keinen Platz habt. So, als Beispiel jetzt, hier ist so eng. Aber ihr wollt die jetzt nicht super festhauen. Deshalb reicht ja dann auch, wenn ihr hier vorne dran dreht. Also dreht ihr dann schön an diesem besagten Plastikteil. Das hat nämlich einen guten Grip. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie rum es drauf machen sollen. Ich glaube, es geht beidseitig. So, dafür ist dieses Ding. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Musste ich mich vorher informieren. So, was haben wir denn noch hier im Angebot? Wir haben ganz kleine Fuzzis. Dazu haben wir dann ein Reduzierstück dabei, was hier auf die kleinen Fuzzis passt. Ihr seht ihr dann die kleinen Fuzzis, kriegt ihr damit dann fest. Und dann haben wir hier so, noch diverse andere kleine Fuzzis. Also hier könnt ihr ganz klein werden. Ne? Verbindungsstück, kleiner Fuzzi. Und hier haben wir zum Beispiel 4 mm. Das heißt also, hier geht es auf 4 mm runter. Und die größte scheint diese hier zu sein, 5/8 Zoll. Die geht natürlich dann direkt auf die Ratsche drauf. So, also Verlängerungsstück und das hier ist ein Reduzierstück, was sozusagen unsere Ratsche eine Etage kleiner macht. Damit könnt ihr dann die kleineren Bits drauf machen. So, gut, sollte in jeder Werkstatt da sein, denn eine Ratsche braucht man wirklich für alles. Ihr könnt sogar ja dann hingehen und damit normale Bits betreiben. Und das ist wirklich eine Erleichterung, sage ich euch. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback
und bis zum nächsten Mal. Soon.